Big Band Feeling im Gymnasium Antonianum in Vechta. Zumindest jeden Dienstagabend ab 20 Uhr. Dann proben hier die rund 20 Mitglieder von Diggertones. Neue Musiker sind jederzeit willkommen. Der Anschluss ist schnell gefunden. Das war eigentlich relativ einfach. Also ich habe eigentlich in der Uni-Bigband gespielt und da spielt der Hubertus auch aus dieser Diggertones-Bigband. Und er hat mich einfach gefragt, Tomke, wir brauchen noch Posaunen, hast du Lust? Und dann war ich mit dabei. Und so einfach war das dann. Also neue Leute lernt man auf jeden Fall ganz schnell kennen durch die Musik. Zum Repertoire gehören die Stilrichtungen Rock, Soul, Latin oder auch Swing. In Zukunft sollen noch mehr Jazz-Songs dazukommen. Der Spaß am Musizieren steht im Vordergrund. Doch auch eine Portion Selbstdisziplin ist bei jedem Einzelnen gefragt. Man bleibt dran, wenn man einfach mal ein bisschen diszipliniert ist, aber auch quasi ein Feuer hat, was weiter brennt. Man hört andere Leute, denkt, Mensch, cool, du möchtest das auch machen, du möchtest irgendwie sowas in der Art machen, du möchtest ein bisschen reinschnuppern wieder und so ist man wieder motiviert, dran zu kommen. Natürlich nicht zuletzt, halt auch wenn man eine gute Band hat, nette Leute da hat, die motivieren einen natürlich auch zusätzlich. Und natürlich Auftritte. Es ist nichts Schöneres, als auf der Bühne zu stehen, ob es Solo ist oder ob es mit einer Band ist, das Kribbeln im Bauch zu fühlen und dass es dann einfach losgeht. Selbst Musik spielen ist die eine Sache. Es anderen beizubringen, nochmal eine ganz andere. Unter den Diggertones gibt es nämlich auch eine angehende Musiklehrerin. Die nächste Generation an Musikern ist also schon fast gesichert. Ja, Posaune habe ich mal in der Bläserklasse selber, als ich dann aus der Bläserklasse raus war, habe ich dann den neuen Anfängern versucht es beizubringen. Ist gar nicht so einfach, denen das so zu vermitteln, aber wenn man selber Spaß an der Musik hat, dann geht das, glaube ich. Musik schön und richtig spielen geht eben nicht von heute auf morgen. Das Instrument verrät übrigens so einiges über den Charakter eines Menschen. Denn meistens passt dieses genau zum Musiker. Apropos, was zeichnet denn zum Beispiel einen Trompeter aus? Ein Trompeter, natürlich. Jetzt muss ich natürlich Positives nur sagen. Intelligenz, gutes Aussehen und so weiter. Nein, ein Trompeter ist halt auch ein Instrument, was auch mal ja, herausstechen kann. Und ich glaube, so ein bisschen in der Persönlichkeit liegt das auch so ein bisschen, dass man auch mal ein bisschen flachsig sein kann, ein bisschen Spaß machen kann. Ich glaube, das können andere auch nachvollziehen und bezeugen, auch aus der Band. Der nächste Auftritt für die Big Band Diggertones steht im August bei der Jubiläumsfeier 675 Jahre Förden an. Weitere Infos gibt es außerdem im Internet auf www.diggertones.de.